som har valt att inte göra som de flesta av oss andra gör, att man ändå tragglar på. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack. Nu ska vi över till tyska flickfavoriter, de grabbarna i Tokio Hotel som är stora förebilder inom den så kallade känslomässiga rocken, eller emo. Band med stora uttryck och gester och i Tokio Hotels fall enormt stora i hela världen. Nu är Tokio Hotel aktuella med ett nytt album och det låter lite tuffare än tidigare, har jag förstått när jag pratat med Ronny Svensson som träffade grabbarna när de var på Sverigebesök. Om man liksom en gång har liksom börjat lyssna på så man fast. Alltså deras musik är jättebra, deras personlighet, alltså allting. Den musiken, och sen tycker jag om när det verkar vara så himla sköna personer. What is an emo band? How would you describe that? Wir wissen auch gar nicht so genau, was emo ist überhaupt. Ich weiß im Endeffekt, wir haben uns noch nie einordnen lassen irgendwie in irgendeine bestimmte Richtung. Ich glaube, dass es bei Tokio Hotel auch echt schwer ist, das jetzt irgendwo zu klassifizieren. So. Es ist einfach nur, wenn es eine Sparte geben würde für geniale Musik, dann würden wir da wahrscheinlich drin sein. How would you say you have developed musically over these years? I mean, you started very young, but have you developed as musicians and as persons? Also ich glaube, wir haben uns auf jeden Fall schon musikalisch auf jeden Fall weiterentwickelt. Also wir haben das nie provoziert, sondern es ist einfach eine Sache, die natürlich passiert. Man lernt dazu und beim ersten Album ist es alles noch ganz neu, ins Studio zu gehen und dann irgendwann ist es halt normal. Man macht dann auch andere Sachen, traut sich andere Sachen im Studio und so weiter. Und jetzt für unser neues Album haben wir auf jeden Fall schon andere Sachen gemacht. Also wir haben echt nach langer Zeit auch mal wieder Songs geschrieben. Tom und ich haben das Album co-produziert zum ersten Mal. Und es ist schon elektronischer als die anderen Alben. Und es ist aber immer noch Tokio Hotel. Ich glaube, es ist einfach so eine normale Entwicklung, die jeder dann durchmacht. There's no real life. The transition from being a German rock band to a kind of global known group singing in English? Also es war auf jeden Fall ein ganz, ganz steiniger Weg. Also es gab 10.000 Leute, die uns da Steine in den Weg legen und die es auch immer noch machen. Also es ist alles andere als einfach, sich da durchzusetzen als deutsche Band. Und man muss auch damit rechnen, dass wenn man zum ersten Mal in irgendein Land kommt, dass man erstmal ausgelacht wird und die Leute sagen, eine deutsche Band, deutsche Musik, sowas spielen wir hier nicht. Und und wir sind einfach am Ball geblieben, wir haben ganz, ganz viel Arbeit investiert, haben aber natürlich irgendwie super Fans gehabt, die uns unterstützt haben. Also wir haben unseren Fans überall ganz, ganz viel zu verdanken, die uns ganz, ganz viele Türen geöffnet haben. Und wir sind eigentlich jeden Tag dankbar dafür, dass wir jetzt als deutsche Band überhaupt international auftreten können und Musik machen können. Fürs neue Album war es eigentlich so, dass wir uns hingesetzt haben und überlegt haben, wie wir Tokio Hotel jetzt sehen. So. Und das ist einfach, dieses Album ist, glaube ich, eine ganz natürliche Weiterentwicklung von unserem bisherigen Sound. Also wir haben den eigentlich kann man sagen, dass wir unseren bisherigen Sound einfach nur erweitert haben. Also wir wollten nicht irgendwie unseren Style ändern oder in irgendeine andere Richtung gehen, sondern einfach nur unseren Sound ein bisschen weiterentwickeln. Now you are role models for a lot of young people. You have to behave. I mean. Ja, also man weiß natürlich, dass die Leute auf einen gucken, aber letztendlich versucht man ja selber auch am Leben zu bleiben. Und Fehler gehören natürlich dazu. Und bei vielen Sachen weiß ich auch vorher, dass sich wahrscheinlich alle jetzt drüber aufregen, wenn das rauskommt. Aber ich mach's dann trotzdem, weil ja man muss ja trotzdem irgendwie weiterleben. Man kann ja nicht nur für die Kameras leben und für die Leute, die einfach immer die perfekte Band da sehen wollen Einfach, man muss zwischendurch einfach auch das machen, worauf man gerade Lust hat, auch wenn das in dem Moment vielleicht unvernünftig ist. Und letztendlich, man kann uns als Vorbilder nehmen, man kann es aber auch sein lassen. Also für mich persönlich spielt das gar nicht so eine große Rolle. Hauptsache, man hört die Musik. Thank you.
You're coming from quite a small town, Magdeburg, isn't so? How was your upbringing? Ja, also für uns war es eigentlich, also wir sind wahnsinnig froh, dass wir da weg sind. Also für mich war es eigentlich echt eine Quälerei, meine Jugend da zu verbringen. Oder besser gesagt, es war ja nicht meine komplette Jugend, zum Glück. Und es war einfach, es ist ein kleines Dorf. Und es ist, oder ja, also wir haben ja auch ein kleines Dorf gewohnt, wir waren ja nicht mal in Magdeburg direkt. Und eigentlich, also für mich, ich wollte immer in die große Stadt. Ich wollte Musik machen, ich wollte was von der Welt sehen. Und ich wollte da auf keinen Fall versauern. Also für mich war es ganz wichtig, so früh wie möglich da wegzukommen. Aber die haben gewusst, wie in Magdeburg. Die sind ja immer noch da. Emo blev det där i Tokio Hotel. Och jag är fortfarande lite stressad i hela kroppen över det här experimentet som du gjorde på mig tidigare i programmet. Henrik Fixeus som utsatte mig för att tänka på